Willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder einen Unpacking-Tag, würde ich sagen. Sagen wir Tag. Und ich habe leider kein Stativ. Also tut mir echt leid, dass es so rumwackelt. Falls, das wird es garantiert. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Also, das ist jetzt noch ein Päckchen von einem Blind Date Journal. Ich habe es jetzt nur mal... Adresse müsst ihr nicht sehen. Ich habe es jetzt nur mal schon mal aufgeschnitten. Und ihr seid jetzt live dabei, wenn ich das aufmache. So. Das ist doch schon mal süß gemacht, oder? Okay, was haben wir? Wir haben Blümchen. Das sind Stoffblümchen. Oh. Hier sind Papierblumen. Da bin ich aber gespannt. Wenn das schon mit Blümchen ist, dann werden wir mal gucken, was das Menü sagt. Mann, heute habe ich Wortfindungsstörung. So, das öffnen wir gleich. Rosa Papier, ich ahne Schlimmes. Okay, und hier, das lasse ich jetzt mal drin. Ihr seht viele Gesichter. Vintage. Okay, das gehört zu der Verpackung. Alles klar, dann tun wir das wieder rein. Vielleicht gehört sogar das hier dazu. Das schauen wir dann mal. Okay. So, da ich ja mit einer Hand die Kamera halte, mit der anderen filme. Genau, was ein Quatsch. Mit der einen die Kamera halte und mit der anderen hier versuche, das Paket jetzt zu öffnen. Gute alte Cuttermesser. So. Und, ah, das geht schon. Also, hallo Katrin. Ich freue mich über den Tausch und bin gespannt aufs Ergebnis. Ich hoffe, ich habe mein Menü nicht zu schwer gewählt. Liebe Grüße, Sunny. Okay. Oh, hat es nochmal gut eingepackt. Okay. Gib mir kurz eine Sekunde. Ich mache es kurz mal auf. Das geht mit zwei Händen doch. Oder? Ach nee, es geht ganz leicht. Ich dachte, das müsste ich jetzt auch aufschneiden, aber das ist ja sehr gut. Na, also. So. So. Sieht doch schon gut aus. Wir haben Papier beiseite. Das ist scheinbar hinten. Blind Date. Schön. Das hat sie. Sag ich mal. Na, sieh an. Das ist scheinbar eine Tapete oder sowas. Das ist so ein Raufaser. Schön ordentlich gemacht. Guck an. So. Oh nein, die Speisekarte. Gucken wir gleich. Jetzt gucken wir erst uns mal die Seiten an. Also sie hat Spitze verwendet. Das mache ich ja auch gerne. Dann verschiedene Papiere. Und da hat es mir gleich gesagt, dass das Kind mit kreativ war. Ich darf es aber durchaus überkleben oder überbasteln, was hier das Kind mit kreiert hat. Ich habe erst gefragt, darf ich das denn auch übermalen? Ja, ja, kein Problem. So, sieht nach Wasserfarbe aus. Das finde ich auch gut. Loch mit im Papier. So. Auch verschieden gefärbte Papier. Ah ja, und sie hat es genäht. Schön. Schön gemacht. Farblich auch passend. Hier mal kleine Seite dazwischen hier. Naja, das ist die Signatur, genau. Ah, da hat sich das Kind ausgetobt. Oh ja. Och, wie süß. Gut. Wenn das Video nicht zu lange wird, gebe ich mal ein bisschen Gas. Das ist auch selbst gefärbt. Ah, schön geworden. Hm. Oh ja. So, Packpapier und Karo-Papier. Ah, das hat sie auch festgenäht. Okay, das ist alles, die Spitzen sind auch genäht noch extra. Aha. Muss ich auch mal ausprobieren. Das habe ich irgendwie noch nicht geschafft. So, und das ist die Rückseite. Also Stoff. Eine kleine 5.
vorne. So, und jetzt Menü. Also, Vorspeise. Buntes Allerlei mit Nadel und Faden. Oh, gerade habe ich es gesagt, ich muss es auch mal ausprobieren mit der Nähmaschine. Alles klar, Challenge angenommen. Hauptgang, Lachs auf passeligem Umschlag mit einem Spritzer Gold. Oh ja. Dessert, kaffeegefärbter Tag mit einem Hauch, Buchseite und blumigen Topping. Ja, sehr cool. Absolut, das klingt richtig gut. Ich habe voll Lust drauf. Ey, das ist super. Oh, ich freue mich. Das ist super geworden. Speisekarte. Hey, wirklich super, Sunny. Die Challenge nehme ich natürlich an. Und das war es jetzt eigentlich schon. Jetzt haben wir schon 5 Minuten über das Buch gequatscht. Nee, 6 Minuten schon. Und ich würde sagen, ihr seht es dann, wenn ich dann die erste Menü den ersten Menüpunkt umgesetzt habe. Soweit. Unpacking. Danke fürs Zusehen. Lasst doch gerne ein Abo da. Ich poste eigentlich jeden Mittwoch ein neues Video, soweit es immer funktioniert. Meistens funktioniert es. Und wenn es euch gefallen hat, auch gerne ein Like. Bis bald. Ciao, ciao.